So, so, es geht auch schon direkt weiter. Winner Semifinals hier, SDN gegen Justin. Streamer ist jetzt weg. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde vielleicht ein bisschen langsamer sein oder ein paar Fehler drin haben, weil ich noch nicht so mit dem Stream Deck gearbeitet habe. Aber ich denke, das sollte trotzdem gehen. Okay, also. Wir waren eben gerade im Winners Quarterfinals und haben da einen Fox gesehen, und zwar Fuego, der eine sehr gute Leistung gerade gegen Weißer gezeigt hat und das fast möglich gemacht hat. Er hat fast das Brüder-Battle im Winners Semis gehabt, gegen seinen Bruder Scouty, der heute das erste Mal Top 8 ist und direkt Top 5 kommt. Winners Semifinals, richtig stark. Auf der anderen Seite des Winners Semifinals sehen wir gerade SDN gegen Justin, wieder der Fox. Ich habe tatsächlich mit dem Ryu gerechnet, den er ja in letzter Zeit öfter gespielt hat. SDN heute schon den ganzen Tag auf seinem Greninja. Und ja, wie wir sehen können, es ist relativ knapp, wo Justin auf jeden Fall aufpassen muss, außer mit den Upsmashes, die gewifft werden. Ist auf jeden Fall offstage, weil SDN sehr gut da drin ist, mit der Back Air zu catchen. Ich würde mir einmal einen Tee holen. Dauert 10, 20 Sekunden und dann hole ich auch nochmal das Tablet, dann kann ich nämlich sehen, was ihr schreibt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Beißel gegen Scouty auch nochmal on screen zu haben. Bis zum Winner Semifinals gleich. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Justin jetzt mit einem Stock. Ah. Ja, okay. Macht das hier wieder even, stockmäßig zumindest. Prozente. Mal gucken. Ja, und da ist die Back-Air, von der ich geredet habe. Die wird auf jeden Fall Gary werden. Noch in diesem Set, wie sie in diesem Game auch schon war. Ich hole jetzt mal kurz mein Tablet hier. Oh, warte, dann kann ich auch direkt einmal... wo haben wir das denn hier? Thank you.
Na endlich. Okay, da bin ich wieder. Muss ja mal den Score ändern und gucken, wie das überhaupt hier funktioniert. So, jetzt kann es weitergehen. Dann schauen wir mal. Wir sind ja auf jeden Fall relativ even. SDN führt ein bisschen. Braucht jetzt nur noch den Kill. Oh, schöner Upsmash. Reicht aber nicht. Der SDN muss Justin hier auf jeden Fall irgendwie Offstage bekommen. Das Game sieht hier schon mal besser aus für Justin, aber immer noch ein Lead hier für SDN. Aber wir sehen können, bleibt es relativ even. Ja, beziehungsweise ist es jetzt wieder even. Gut. Ja, nur Justin wird so ein bisschen outdamaged. Kommt aus seinen Advantage-Situationen immer nicht so viel raus. Im Moment zumindest. Oh, und läuft da in diesen F-Smash rein. Aber überlebt tatsächlich. Ja, musst du aufpassen, dass er nicht direkt noch einen F-Smash frisst. So, so langsam wird es knapp hier für Justin. Ja, auch wieder die Back Air. Was ist jetzt das 2:0 für SDN? So, mal gucken, ob ich hier gleich einmal switchen kann. Hier. Ah, hier, Caster, okay. Aber jetzt muss ich sowieso wieder rein switchen. So, es steht 2:0 inzwischen hier für SDN. Und auch hier bleibt... Oh, guck mal. Er hat es wieder versucht mit der Back Air. Aber diesmal wurde er... Ja, haben die beiden getradet. Und damit hat Estian anscheinend nicht gerechnet, hat nicht getaggt. Das heißt, jetzt einmal eine Situation, in der Justin eine ordentliche Lead hat. Mal schauen, ob er das umsetzen kann. Sorry. Ja. Ja, immer noch aus den Advantage Stages kann er nicht so wirklich viel rausholen immer. Im Moment reicht's noch. So, aber mal gucken, ob er diese Lead halten kann so. Ja, so langsam kommt tatsächlich SDN auch wieder in Kill-Prozent. Okay, also endlich der Stock hier runter von Justin. Der kann aber direkt traden und hat hier immer noch die Lead. Mal
gucken, ob Justin sich dieses Game hier schnappen kann. Es wäre jedenfalls ein guter Start für ein Comeback jetzt. Okay, ja, das funktioniert hier schon deutlich besser gerade für Justin. Oh, das hätte es tatsächlich sein können, glaube ich. Float hier gerade viel besser. Okay, Tatsache. Und sehen hier das kleine Comeback gerade von Justin. 2:1. Man muss hier also noch 2 Games holen, um den Gesamtsieg zu bekommen. Okay, ja, ist schon mal ein guter Start. Ich denke, wir werden jetzt noch nicht direkt den Ike sehen. Ich denke, das wird weiter bei Gringer bleiben. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also im Endeffekt hat natürlich nochmal wieder hier rein. Machen wir so. Im Endeffekt hat wahrscheinlich Justin am meisten Spielzeit auf seinem Charakter. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit der Adaption aussieht. Also ob er im Endeffekt jetzt die Oberhand behalten wird, sich so am besten gewöhnt hat an den Charakter von SDN. Oder ob von SDN vielleicht nochmal ordentliches Comeback kommt. Und nochmal was ganz anderes als im Game davor. Oh. Das ist rough aber jetzt gerade hier. Oh, Moment. Steht ja 2:1. So. Ja, aber schön. Okay, also trotz der Geschichte eben gerade steht es jetzt hier 2-1 natürlich, aber 2-2 an Stocks und relativ even wieder. Mal gucken, ob er das Momentum direkt halten kann. Sieht gut aus. Schöne Frame Traps. Macht hier ordentlich Druck und hat hier SDN kurzweilig überholt. Natürlich wären so Up-Air-Strings schön, ne? Wenn er diese Up-Air-Strings bekommen würde. Die machen immer am meisten Damage, wenn du so 2 Up-Airs hintereinander bekommst, ist immer schon guter Damage. So, und er schafft sie hier wieder mit der Back-Air. Ja, das ist halt tough, ne? Das ist tough, auf jeden Fall kommt man nicht so leicht raus. Aber ich schließe hier ein Comeback nicht aus. Okay, guter Tag. Ich glaube tatsächlich, er wäre so nicht mehr reingekommen, aber ich kann mich auch irren. Jetzt hier offstage. Schwierig. Dann wird er auch gepunished. Ich muss hier ganz schnell das Kill-Setup bekommen, aber natürlich weiß SDN, dass da wahrscheinlich nie mehr unter Upsmash kommen würde. Und in welchen Situationen er da aufpassen muss und welchen nicht. Da kam der Upsmash. Wow. Welches Set wollt ihr denn danach sehen? Wollt ihr Beißel gegen Scouty in der Semifinals? Ja, eben hätte Brüder-Battle einfach sein können. Das wäre auch voll verrückt. Vielleicht ist sowieso super crazy. Oh, und auch hier. Ja, die Backer, das ist schwierig. Das ist halt das Ding, ne? Das ist nicht immer leicht, gegen sowas anzukommen.